Ist mir so egal. Scheißegal. Ja, und nachher sitzt er dann in seinem Kämmerlein und weint. Ja, ja. Ich kann nicht mehr. Ich hab keine Sorgen. Kein Ticket, ja, ist mir nicht scheißegal. Nee, nicht die damit zusammenhängen. Nein, ich hab mein. Oh Mann, ich hab nicht ausgewählt, welchen Auflieger ich haben wollte. Oh. Ja, dann geh doch nochmal zurück und mach das nochmal. Dann geh doch nochmal zurück. Müsste eigentlich gehen. Aber wenn du die Fracht einmal angenommen hast, hast du sie angenommen. Fred Market. Ich hab die ja nicht angehängt. Ja, aber du hast sie angehängt. Aber du hast sie ausgewählt. Ja, genau. Was hätt's denn gegeben? Und Schwarzmüller. Ah, oh, cool. Oh, schön. Ja, dann wohl diesmal nicht bei dir. Exklusiv bei mir nicht auf dem Channel, kein Schwarzmüller-Auflieger. Nee, es ist so ein. Wobei, das könnte auch ein Schwarzmüller sein. Moment. Bin ja mal gespannt. Standardmäßig sind immer die Standards ausgewählt. Das ist ein Standardauflieger. Standardmäßig sind immer die Standards ausgewählt. Das ist eine wahre Aussage. Nee, es ist so ein Standardauflieger. Mein Chase. An dem Schwarzmüller ist hinten noch so Kram angebaut. Ja, ich hab so einzelne Leuchtviechis. Einzelne Leuchtviechis. Ach, schade. Das könnte ich mir einmal so coolen Ding auswählen, wenn nichts ist. Ja, ist okay. Musst du beim nächsten Mal dran denken. Ja, beim nächsten Mal. Wie beim Kasten. Nächstes Mal Michelin-Männchen. Oh, ein Zug. Cargo Ray. Oh, und ein Hubschrauber. Ein Hubschrauber? Hup, 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 hup. Der fliegt. Der fliegt hier im Kreis. Schön geradeaus hier unter die Brücke und dann hinten wieder raus hier. Under the bridge. Genau, bestimmt, Julian. Under the bridge. Man kann dir bestimmt irgendwie helfen. Nö, gar nicht. Also, absolut nicht. Ich hab Medikamente hinten drauf. Mutter hat Medikamente. Oder Fruchtsaftkonzentrat. Das hab ich, genau. Ja, dann kann er die Pillen mit dem Fruchtsaftkonzentrat nehmen. Mit so schön zähflüssigem Orangensaft. Lecker. Was? Fruchtsaftkonzentrat? Das kannst du so kaufen. Das ist gar nicht zähflüssig. Ja, du kannst Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat kaufen. Ja, genau, weil das Ursprungskonzentrat ist sehr zähflüssig. Damit du kein Wasser transportierst, das ist sehr ineffizient, wenn du Wasser durch die Gegend schippst. Also, ihr kauft nicht oft Saft, oder? Doch, ich kaufe sehr oft du Orangensaft. Du kaufst Saft aus Konzentrat. Da steht ja ein Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat. Richtig. Was anderes dann Direktsaft, das ist der gute. Das ist der gute. Der ist auch entsprechend teuer. Ja, aber den kauft der ist aber gut. Der ist gut. Der andere ist scheiße. Hier ist jemand vor uns übrigens. Also ihr seid ja gerade ausgefahren, gell? Immer statt draußen dann geradeaus. Nee, ich bin links abgebogen. Der Carsten nicht. Oh, nee, ich bin links abgebogen. Der Julian fährt gerade wieder die Serpentinen, die wir in der letzten Session schon gefahren sind. Oh, Serpentinen. Die sind wir in der letzten Session schon gefahren, da waren du und Carsten dann dran, hum, brumm, 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 brumm. Sowas machen wir. Wir sind erwachsen. Mit dem Schwertransport, das wir sind erwachsen. Voll geil aus. Ja, voll geil. Ist ja voll geil. Um das Thema von gerade eben nochmal aufzugreifen, nur bei mir auf dem Channel. Oh. Guck mal, Julian, ich sehe den Vogel nämlich auch. So, und ich bin der Erste bei Treed. Nur auf meinem Channel. Julian, das ist mutig. Oh. Hallo. Das hört sich mutig an. Mutig. Hier kommen Leute entgegen. Ich warte schon auf euch. Ich sagte ja nicht umsonst, das ist mutig. Ja, und ich hab's geschafft, Bitch. Boah. Ja, aber auch nur ganz nur knapp. Nur auf Rüderts Channel. Oh, komm. Genau. So. Ach Mist, jetzt habe ich den Kommentar nicht beantwortet. Scheiße. Das wollte ich doch noch machen. Oh, da vorne sind blaue Punkte. Blaue Punkte? Ja, die hat der Julian gerade fast über den Haufen gefahren. Nee. Die sehen doch so gequält da aus. Bei mir ist auch gerade ein blauer Punkt angekommen. Blaupunkt? Blaupunkt ist gut. Das stellen wir, glaube ich, irgendwie jede oder jede zweite Aufnahme fest. Ja, der Blaupunkt-Witz, der ist super. Ja. Genauso wie das. Der blaue Pfeil, den stellen wir ständig fest. Ja, das stimmt. Weil der ist halt ein Klassiker.
Naja, zum Klassiker geworden, ne? Wo seid denn ihr? So alt ist er ja noch nicht. Wo seid denn ihr? Ich bin bei den Serpentinen. Ich bin bei den zweiten Serpentinen, schon wieder auf dem Weg nach unten. Wo sind denn Serpentinen? Geht steil bergab mit Julian. Ach da, hinter der Tankstelle seid ihr schon? Jawohl, Ding. Oh, dann seid ihr ja gleich da, ihr geilen Pferde hier. Ich lasse den Jens für mich nicht. Ja, Prost. Jo, wollte ich auch gerade sagen. Carsten! Das Wort aus dem Mund genommen. Nee, nee, das war nicht Carsten. Das habe ich gehört. Ich habe ihn gehört. Ich habe nicht den Teamspeak offen, aber das habe ich gehört. Ich habe das gehört. Ich habe das schon gesehen. Oh mein Gott, ist die Brücke geil. Oh mein Gott. Nee, könnte so toll ist sie gar nicht. Machen. Ja, nur bei euch. So toll ist die Brücke nicht. Das ist eine Brücke. Das ist eine Brücke, Julian. Ja, aber der Hintergrund, du Schnüffelstück. Das ist doch nur eine Brücke, Julian. Hey, der Hintergrund geht so. Aber das ist doch nur eine Brücke, Julian. Aber das ist nur eine Brücke. Das ist die Brücke. Auf der Brücke war ich auch schon mal. Da bin ich mal drauf umgekippt. Ja, guck mal. Letzte oder vorletzte Session. Wir fahren irgendwie immer nur noch da lang, wo wir schon waren. Ja, aber dann, nachdem wir es bei Julians Frachtwart fahren, fahren wir in New Areas. James, das könnte daran liegen, dass wir über 400 Folgen ETS haben. Also ich beispielsweise. Und ihr habt auch noch nicht so. Etwas über 200. Hier ist ein Bü. Also ich habe 20, irgendwas voll. 20, irgendwas. Ja, aber wir haben ja auch andere Dinge so, gemacht. Jetzt ja, eben. Muss ich hier da lang wahrscheinlich. Ja, aber 20 Sessions, also 10 Folgen pro Session im Schnitt. Das sind 200. Mehr sind auch über 200 Folgen. So. Ja, ich habe etwas über 200. Ich habe die 400 mit der letzten Session gekriegt. 200. Oh. Herzlichen Glückwunsch. 48. Toll. Ganz 48 toll. Hab ich, glaub ich. Aber da sind auch noch halt Sessions dabei mit Menschen, die, naja, ne? Ganz toll, Julian. Hol dir ganz einen auf, toll. Julian. Oh, hier ist eine Brücke. Ich nicht. Fuck. Ich glaube, ich bin ich habe voll den Schwarzmüller-Auflieger. Nee, bin ich nicht. Voll geil. Ich auch. Und voll den Indianer hier auf der Seite. Voll. Und Hände und Fell habe ich ums Auto rum. Boah, ich habe voll das Michelin-Männchen im Rückspiegel. Und oben habe ich einen Totenkopf von einem Bullen drauf. Boah. Geil. Ja. Habt ihr nicht. Josh, raus aus meinem Kopf. Ich habe einen Ich hab auch einen Plüschwürfel, einen schwarzen. Plüsch heißt das nicht? Flausch oder Flüsch? Ich hab grad. Ja, und ich hab 17 Tonnen Würste geladen. Hast du 17 oh, Tonnen? Geile oder? Würste. Oh, ich hab ein bisschen schnell vielleicht. Wow, sorry. Ah! Hui! Oh, hui! Josh, links abbiegen. Das war der Bü. Hallo, Carsten. Ich hoffe mal, es ist kein Atmen. Du hast ja da genau den gleichen Auflieger wie ich. Echt jetzt? Ja. Hast du den gebummt? Cool, ne? Exklusiv. Richtig geil. Chat. Da vorne steht jemand an der Kreuzung. Irgendwie sieht mein LKW geiler aus. Du musst nur links abbiegen. Ich wollte mit dem Indianer. Oh, danke. Hast du das gesehen eigentlich? Gerade ziehen. Ich hab's nur gehört. Das war witzig. Er bremst aber, der verzieht immer so, wenn er bremst. Irgendwie. Was seid ihr? Was muss ich da einstellen? Dann sind wir gleich da. Ich weiß nicht, wo die sind, Carsten. Die sind. Irgendwo habe ich sie dann verloren. Bitschnitt, da ist sogar ein Bitschnitt-Schnitt-Schnitt-Schild. Ja, wir sind gleich da in Bitschnitt-Schnitt-Schnitt. Ach, da seid ihr erst. Nix erst. Also. Einer Minute da hier. Ja, 500 Meter Abstand. Das ist eine Armlänge. Guck mal, da ist sogar der Schwertransporter-Typ, den ich vorhin in den Serpentinen mal überholt habe. Der ist jetzt vor euch da. Ui, toll. Ja, der ist jetzt vor euch da. Ich hab den auch überholt. Ja, du bist aber hinter dem. Also ja, weil ich auf Josh gewartet habe. Mach jetzt, hier voll den geilen Screenshot mit Carstens geilem LKW. Boah. Ja. So, links abbiegen. Da machst du Werbung mit meinem LKW. Ja, klar. Hey, yo. Hey, yo. Steht ja Oscar Simulant drin, weißt du? Mhm. Stimmt, das ist das. Könnt ja nicht mehr behaupten, dass es meiner war. Ist fürs Copyright. Sehr gut, ne? Habe ich super gemacht, oder? Ja, bei mir steht ja auch James Chakoti drin. Bei mir steht Julian drin. Da ist aber sehr wendig, dein LKW. Nein, hier ist keine Fracht. Falsch rum, du fährst gleich in mich rein. Ja, ja, aber ich muss ja so ausholen. Zack, dann Spiegel ab. Ja, das ist so der Spiegel. Ja, den, gerade den brauche ich. Ja, immer diese Printmedien.
Spiegel irgendjemand. Gibt auch Spiegel nicht. Online, so. Mhm. Und weil das hier der Multiplayer ist, ist der Spiegel online, so. Ah, okay. Ist das dann so digital, also wir sind so Spiegel-Handy-App? Ja, ja, genau, der ist, der wohnt im Digital, genau. Mhm. Boah. Die werden immer geiler. Mhm. Ach, das, ja, ist, langsam habe ich es verstanden. Mhm. Ja, gut, ob ich das hätte verstehen müssen, das ist jetzt... Kennst du nicht den Spruch, die analog im Digital? Nee. Mhm. Hellas, wir können los. Cool. Achso, ja, scheiße, ja, wir wollten doch noch gucken, Carsten, wo wir hin oder genau, so, genau, gut, oder fahren wir dich direkt... Fahren wir erstmal nach Mannheim. Ja, wir fahren erstmal nach Mannheim. Jetzt stell ich mal Mannheim ein, jetzt guck mal, was er vorschlägt. Mannheim nach Steinbruch oder nach Innenstadt, James? Ich fahre in Mannheim nach... Steinbruch, Innenstadt? Nach Innenstadt, Transinet. Transinet, okay. Was schlägt er denn vor? Bin ich Landstraße? Mir sagt er... Landstraße, Brno, Praha, Nürnberg und dann ab Nürnberg... Hat er denn einen Punkt in nördlich von Stuttgart, nicht? Landstraße. Ja, warum habe ich denn in Krakow noch einen Punkt? Warum hat er den nicht weggemacht? Hallo? Ja gut, besser geht's nicht halt, ne? Ich finde das, finde ich gut. Danach, was haben wir noch? Danach haben wir noch Roskopf. Moment, ich bin gerade noch am Rätseln. Da fahren wir auch sehr viele Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. Der will mit mir irgendwie noch nach Krakow. Nee, da will ich aber nicht hin. Nach Trado. Da will ich nicht hin. Der hat den Punkt nicht zurückgesetzt. Du, da will so, ich jetzt nicht haben wir es. Ja, dann lassen wir das so. So, wir fahren über die Landstraße Richtung Ostraja, dann die Autobahn 1 über Brno, Praha, an Nürnberg vorbei nach Mannheim. Genau, habe ich auch so. Und dann geht's nach Roskopf. Dann geht's nach Roskopf, ja. Würde ich sagen über Metz und oben an Paris da vorbei. Hä? Und dann an der Küste, oder? Nee, einfach so wie er vorschlägt. Einfach so wie er. Also ich habe von Metz nach Le Mans. Also ich habe dann im Grunde an Metz vorbei, genau. Dann geht's links die A4. Warte, ich habe den Punkt gesetzt. Le Mans. Genau, Metz. Ja, und dann Reims. Südlich von Paris. Genau. Über Rennes nach Le Mans, Roskopf. Exakt. Bin ich dabei. Hab ich auch. Wo geht's dann weiter? Dann würde ich sagen, machen wir Swansea. Das ist direkt die Fähre. Nach Schwansee. Swansea und dann Grimsby. Nach, ja, Innenstadt halt, Carrefour und dann ist Julian dran. Der Julian muss nach Grimsby. Genau. Oh Gott. Ja gut, dann fahren wir es aber erstmal. Wo ist denn hier? Guck mal, dass wir da ans Gewinne. Ja. Wo seid ihr? Direkt hinter dir. Gar nicht wahr. Nee, hinter James bin ich. Grimsby kann ich noch nicht setzen, weil dann verkackt er mir die Route. Genau wie bei Swansea verkackt er mir die Route nämlich auch. So. Bringt dir auch gar nichts, weil sobald du nämlich deine Fracht weg hast, hättest du sowieso neu setzen müssen. Nee, habe ich ja schon neu gesetzt für nachher. Ja, aber sobald die das Fracht ist weg doch... ist... Nee. Die selbstgesetzten Punkte bleiben. Nee. Echt? Doch. Echt? Gut. Dann ist Nein, das so. Doch. Wenn Lass dir das weiter. Ja, ich fahr ja schon. Ich kann nicht so schnell mit meinen 24 Tonnen. Geht bergab, da solltest du schneller sein als ich. Fruchtsaft-Konzentrat? Was? Das ist, wenn du beim Fruchtsaft einräumen im Edeka, wenn du da in was trittst. Oh. Ist dir das schon passiert? Nö. Fahr doch mal ein bisschen schneller, James. Um die Kurve. Die beiden haben sich schon wieder. Mensch. Bei mir haben die sich gefreut, du hast Gabelstapler. Ja, ich hab Stapelgabler. Sie sind gelb und sie hat eine Leuchte hinten dran. Der Anhänger ist blau. Er ist mal nicht rot. Wer ist nicht rot? Mein Anhänger, mein Tieflader-Anhänger. Toll. Auflieger. Ist kein Anhänger. Deine Mutter ist ein Anhänger. Nee. Ein Schlüsselanhänger? Ist das schön hier, beispielsweise. Cool. Nee, ist das schön hier. Ah, ja, das ist schön hier. Das ist echt schön da. Also für so einen alten Bereich. Wollen wir nochmal kurz Pause machen und uns da an den Fluss hauen so ein bisschen? Mm-hmm. In den Schatten? Ja, ist Abend. Ja. 16:20 machen wir Feierabend, oder? Ja. Ja, wir müssen ja auch Pausen machen, ne? Ja, eben. Ja, eben. Direkt wir sind nach zwar nicht Anfang. Müde, aber ist egal. Gerade erst losgefahren, aber wir müssen halt unsere Pausen einhalten. Ja. Das ist ein Rastplatz, aber sie sind nicht... Geht echten LKW-Fahrern öfter mal so. Dass sie an einem Rastplatz sind, aber nicht müde sind.
Nein, dass sie gerade losgefahren sind, aber schon wieder Pause machen müssen. Ja, das mit dem nicht müde kann ich mir echt vorstellen. Ja, die lernen dann zu schlafen, wenn die da Dinge. Ja, klar. Die lernen zu schlafen? Ja, also du lernst halt deinen Schlaf zu kontrollieren, wenn du sagst, so, ich muss jetzt mal 6 Stunden Pause oder 2 Stunden Pause machen. Ich muss da jetzt eine Runde schlafen, weil sonst komme ich da nicht durch. Echt? Dann schläfst du halt. Weiß ich nicht, ich könnte das nicht.